Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal gedacht, ey, ich stelle euch 5 Sneaker vor, die wintertauglich sind und die auch relativ günstig sind. Ich habe hier auch einen Sneaker drin, der etwas teurer ist, sodass ich versuche, jeden Geschmack hier zu treffen. Die Sneaker fangen bei 100 Euro an. Ich habe auch einen Sneaker drin, der hier 450 Euro kostet. Die meisten Schuhpaare habe ich auf Amazon gefunden. Die Links sind auch auf jeden Fall unten in der Beschreibung drin. Wenn ihr euch ein Schuhpaar kauft durch meinen Link, supportet ihr mich etwas. Ich habe, würde ich mal behaupten, eigentlich sehr gute Schuhpaare rausgesucht, die sehr wintertauglich sind. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt mit dem ersten Schuhpaar an. Checkt mich auf jeden Fall auf Instagram ab, Leute. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit dem Video an. So, und zwar haben wir den ersten Schuhpaar hier. Und zwar ist es ein Air Force One. Leute, Air Force One. Ich habe selber 2-3 Air Force One Schuhpaare und ich feiere diesen Schuh einfach übertrieben. Meistens gibt es den Schuh auch in echt geilen Farben. Und ich finde diese Farbe hier auf jeden Fall sehr interessant. Und zwar haben wir einen Nike Air Force One in der Kollabo mit Gore-Tex. Gore-Tex ist eine Marke, die, sage ich mal, spezialisiert ist, Winterklamotten herzustellen. Ich weiß, dass die mit Supreme eine Kollabo hat. In dem Fall hat Gore-Tex eine Kollabo mit Nike gemacht und hat einen Air Force One rausgebracht. So, diesen Air Force One hatte ich im Laden an. Ich habe den angezogen und habe den mir auch tatsächlich bestellt. Und zwar aus dem Grund, weil der Schuh einfach geil aussieht und wirklich echt eine geile Qualität hat. Der ist sehr fest. Mir wurde gesagt, dass wenn es regnet, der Schuh jetzt nicht irgendwie nass wird. Aber sobald man den Schuh jetzt irgendwie in eine Pfütze reinsteckt, sollte da diese Wasserfestigkeit bis nachlassen. Der Schuh hat, wie gesagt, eine gute Qualität. Innen drin war es sehr warm. Das Innenfutter war halt sehr wärmend, sage ich mal in dem Fall. Was ich wichtig fand, ist, dass die Sohle so aussieht. Und zwar hat die Sohle einen gewissen... Und zwar ist diese Sohle sehr fest. Man fühlt es auf jeden Fall auch, die sehr, sehr fest. Diese Sohle verleiht dir halt so einen guten Grip. So dass es halt, wenn es schneien sollte und der Boden halt so richtig rutschig ist, dass man da jetzt nicht einfach ausrutschen sollte. Das ist mir irgendwie persönlich sehr wichtig, weil letzten Winter habe ich mich einmal richtig doll hingepackt. Das war unangenehm. Ich finde den Schuh sehr stylisch, sieht gut aus und es ist mal was anderes. Ich habe den mir, wie gesagt, bestellt. Ich habe dafür 150 Euro bezahlt. Leider gab es bei Nike nicht meine Größe, deswegen müsste ich mir den leider bestellen. Ich würde bei dem Schuh schnell sein. Also so wie ich es mitbekommen habe, war der Schuh relativ schnell vergriffen. Also hier unten ist auf jeden Fall der Amazon-Link und da ist er auf jeden Fall noch am Start. Der Schuh kostet 155 Euro bei Amazon und den gibt es auf jeden Fall auch in verschiedenen Größen. Kommen wir zu dem nächsten Sneaker und zwar Vans. Wer es nicht weiß, letztes Jahr gab es eine Kollabo mit Vans und The North Face und da haben die im Winter einen guten Winterschuh rausgebracht. Ich dachte mir, dieses Jahr haben die das eventuell auch gemacht und ja, das haben die gemacht. Die haben 3 Vans-Paare rausgebracht, 2 High-Tops und 2 Low-Tops. Und ich finde alle 3 Schuhpaare in dem Fall geil. Die sehen auf jeden Fall alle gut aus. Der Schuh sollte vom Material her sehr fest sein. Hier bei Vans findet man den auch statt 130 Euro für 85 Euro. Der ist 35% günstiger auf der Seite. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung. Bei diesen 3 Vans-Paaren ist auch diese Sohle vor. Falls das was für euch sein sollte, die Schuhe sind auf jeden Fall auch fresh am Start. Hinten auch mit dem The North Face Logo. Sieht auf jeden Fall mal anders aus. Sonst hat man hier, wie gesagt, noch 3 andere Schuhpaare. Einen ganz schwarz und einen Low-Top in weiß-schwarz. Also ich bin der Meinung, da sollte jeder was finden. Kommen wir zu den nächsten Schuhpaaren. Und zwar die Nike Air Jordan 1. Ich habe hier selber viele Nike Air Jordan 1 Paare. Hier zum Beispiel ein Mid und hier ein Retro. Und ich mag den Schuh einfach. Die Silhouette ist geil. Und ja, da gibt es auf jeden Fall auch sehr viele legendäre Schuhe, meiner Meinung nach. Den Jordan 1 Royal Blue heißt er, glaube ich. Den fand ich richtig geil. Den habe ich mir auch damals gekauft und ich habe mich übertrieben gefreut. Ich kaufe mir mittlerweile auch viele Mid-Paare aus dem Grund, weil ich auch einfach finde, Jordan 1 Mid sehen auch geil aus. Der Unterschied zwischen den beiden Schuhpaaren ist, dass der Jordan 1 Mid, hier in dem Fall der hier, etwas kürzer ist als der normale Jordan 1 Retro. Und ja, äußerlich sehen die sonst eigentlich fast gleich aus. Also man merkt da nicht einfach so einen Unterschied. Hier habe ich auf jeden Fall einen Schuhpaar, einen Jordan 1 mit. So, Jordan 1er sind sehr wintertauglich, würde ich mal sagen. Also man kann die auf jeden Fall im Winter anziehen. Der Schuh hält einen warm, würde ich behaupten. Und wenn er aus Leder besteht, ist er auch zu einem gewissen Punkt wasserfest. Der ist halt nicht so wintertauglich wie die Sneaker, die ich am Anfang vorgestellt habe. Aber ich finde halt, der Schuh sieht geil aus. Auch im Winter kann man den rocken. Wenn es jetzt so leichter Regen, leichter Schnee ist, kann man den Schuh auf jeden Fall schon anziehen.
Und ich finde halt beim Jordan 1, da gibt es übertrieben viele Farben und sehr viele Variationen. Hier einfach nur für den Winter einen Vollleder Jordan 1 mit. Der sollte auf jeden Fall vieles aushalten. Allgemein die Jordan 1er halten meiner Meinung nach warm. Es gibt natürlich auch Jordan 1 Retro, wie zum Beispiel in dem Fall hier, der Not for Resale. Ein sehr limitierter Schuh. Wundert euch nicht beim Preis, Amazon übertreibt da ein bisschen bei diesen limitierten Schuhpaaren. Den kriegt man auf jeden Fall resale-technisch für 500 bis 700 Euro. Es gibt natürlich auch andere Paare, die günstiger sind, wie zum Beispiel hier den Jordan 1 Retro High OG. Den habe ich zum Beispiel letzte Woche noch für 200 Euro auf eBay Kleinanzeigen gesehen. Es ist halt sehr variabel. Man findet auf jeden Fall auch einen Jordan 1 Retro für einen günstigen Preis, aber da muss man sich ein bisschen reinfuchsen in dieses Game und bei eBay mal nachschauen, was da so geht. Kommen wir zum nächsten Schuhpaar. Und zwar sollte der Schuh, würde ich mal sagen, der beste Winterschuh sein in diesem Video. Und zwar ist es der Timberland Waterproof Stiefel. Viele kennen ihn, viele haben ihn auch eventuell. Den Schuh gibt es hier in der Farbe und einmal in Schwarz. Ich finde den persönlichen Schwarz sieht der besser aus. Und ja, bei dem Schuh weiß halt jeder wirklich, dass der Schuh der perfekte Winterschuh ist. Der ist ganz wasserfest, der ist warm und hat auch diese Sohle, wo man halt einen besseren Grip hat. Und ja, allgemein Verarbeitung ist bei dem Schuh auf jeden Fall besser. Und der Schuh an sich sieht auf jeden Fall auch gut aus. Man sieht ihn wirklich im Winter sehr häufig. Ich persönlich finde, der steht mir nicht, aber ich sehe es bei vielen, die etwas größer sind, dass der Schuh übertrieben geil aussieht. Den Schuh kriegt man für 150 Euro schon im Laden. Ja, ich finde, das ist ein guter Preis für so einen Sneaker. Den Schuh gibt es halt auch in sehr vielen Farbvariationen, wie man hier auch sehen kann. Wie gesagt, mein persönlicher Favorite ist die Schwarzfarbe hier in dem Fall. Und ja, ich feiere den Schuh auf jeden Fall. So, kommen wir zum letzten Schuhpaar. Und zwar ist es ein Designer-Schuh, ein Balenciaga Arena. Den habe ich jetzt hier auch am Start. Und zwar ist das hier mein Winterschuh. Ich habe mir den Air Force One einfach als Backup gekauft. Ihr wisst Bescheid, man muss ja auch mal variieren im Winter. Der eine oder andere würde sagen, hä, warum ziehst du den Schuh im Winter an? Aber ich sage euch eins, Leute, meine persönliche Erfahrung. Ich hatte den ja schon im letzten Winter an. Und zwar ist es wirklich ein perfekter Winterschuh. Der ist wasserfest. Ich habe kein Wasser in diesem Schuh gespürt, als es übertrieben geschneit hat. Hier besteht der Schuh ja aus Kalbsleder und irgendwie, ich weiß nicht wie, aber innen drin ist es auf jeden Fall übertrieben warm. Und ja, wie gesagt, ist ein regenabweisender Schuh. Im tiefsten Winter hatte ich den Schuh an und ich war sehr zufrieden. Das einzige Problem hier bei diesem Sneaker ist, dass der Schuh nicht mehr hergestellt wird. In der High-Top-Version zumindest. In der Low-Top-Version kann man den noch finden. In der Low-Top-Version sieht er auf jeden Fall auch sehr gut aus. Die findet man ganz einfach bei Balenciaga. Die High-Top-Version kann man auch noch finden. Auf eBay findet man die meistens. Da gibt es auf jeden Fall einige Reseller, die den Schuh auf jeden Fall auch so verkaufen. Und ja, das ist meine persönliche Empfehlung. Den Schuh gibt es auch in vielen Variationen. In Schwarz, in Weiß, in Rot, was auch immer, Leute. Und ich finde auf jeden Fall, das ist so mein Favorite Schuh und der kostet so um den Dreh 450 Euro. Die Low-Top-Version kostet bei dem Schuh 400 Euro. Das waren die Winterschuhe, die ich in diesem Video vorgestellt habe. Ihr könnt ja mal unten euer Favorite Winterschuh in die Kommentare irgendwie reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall persönlich interessieren. Das Video war etwas kürzer, aus dem Grund, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe, ein Video auf der Street zu drehen. Aber das kommt wahrscheinlich morgen online. Da kommt, wie viel es dann aussieht, wird morgen online. Also seid auf jeden Fall gespannt, Leute. Ich würde mich an der Stelle mal verabschieden und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und Peace.